Kann man was zu den Preisen sagen, so Getränkepreise, alles im Rahmen oder? Ganz normal, also ich denke, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, weil den Ausschank, wie gesagt, das sind ja die mit mehreren Köpfen. Ich denke, 0,4 müssten 2,50 € kosten, aber Ja. nagel mich da nicht fest, das ist auf jeden Fall günstig. Das sind ja auch so die Sachen, die unsere Fans immer ganz gerne wissen wollen, ob da, also dann ist das wirklich eine Empfehlung, dass man da hinfahren kann, und bei dem Billing, das kann man schon sagen. Wenn jetzt einer sagt, er will jetzt nicht campen oder so, gibt es bei euch die Möglichkeit über die Homepage irgendwie an Hotels, Pensionen oder sonst etwas, oder müssen die Leute dann selber gucken? Also es gibt Hotels in der Nähe. Wir haben auch schon das Feedback, dass die Hotels sich natürlich jetzt auch freuen, dass da ein Festival ist, weil Hotels eben auch schon an den Wochenende eben keine Betten mehr haben. Aber da haben wir für Lichtenfels haben wir immer Empfehlungen, wobei Lichtenfels jetzt auch nicht so weit entfernt wäre. Das steht auch auf unserer Homepage dann eben die Hotelempfehlungen und ansonsten einfach googeln. Es gibt speziell in dem Gebiet halt sehr viele kleine Pensionen da in der Nähe von Weißmain. Und da gibt es bestimmt sicherlich noch was, aber ich stehe noch auf unserer Homepage von eben von Lichtenfels zwei Hotels da, mit denen wir auch immer zusammenarbeiten, wo auch immer die Bands drinnen sind, etc. Feine Sache. Ja, dann haben wir natürlich noch so die Fragen, die dann eben so für die Fans wichtig sind. Also es wird sicherlich viele geben, die Hardtickets haben wollen, weil man sich die schon Richtig. weglegt. Und wie sieht's aus? Gibt's denn da auch Stoffbändchen und was die Leute? Richtig. Es gibt Stoffbändchen für jeden einzelnen da, kein Problem. Stoffbändchen ist ja mittlerweile wirklich sehr, sehr wichtig, habe ich auch den Anschein. Also es vergeht eigentlich kaum ein Tag, wo wir nicht eine E-Mail oder einen Eintrag auf Facebook bekommen, ob Stoffbändchen gibt. Und es gibt Stoffbändchen, gehört auch heutzutage ja auch zu den Ja. Festivals dazu, dass es da eben auch richtig wertige Stoffbändchen gibt. Und ja, es wird auch ein eigenes Merch geben natürlich mit zwei verschiedenen Motiven, wo es dann Festival-T-Shirts von uns gibt. Das wollte ich gerade fragen. Also auch mehrere Motive. Zwei haben wir jetzt in der Planung. Was kosten die, wenn ich schon mal so fragen darf? Also sie kosten auf jeden, also ja, jetzt kann ich nur sagen, was sie beim Christmas Metal gekostet haben, da haben sie glaube ich 16 € gekostet oder Zu so was im handelsüblichen Rahmen. Preisen. Ja, Genau, gut. richtig, ja. Ja, Frank, ich habe ziemlich früh davon gehört, was sich da entwickelt, und als wir dann so in Kontakt traten und ich dann so nach und nach mitkriegte, wer da noch alles so kommt, habe ich gedacht, boah, da kann sich wirklich was aufbauen. Und ich hoffe für euch und mit euch, dass A, das Wetter top ist, dass es richtig voll wird Richtig, und dass ja. wir dann da noch einen festen, schönen, dicken Festivalpunkt haben, auf den man sich jedes Jahr freuen kann. Das wäre doch was, oder? Klar, wird uns natürlich auch freuen und vielleicht können wir uns ja im Herbst nochmal unterhalten, dann kann ich ein bisschen was zu den Christmas Metal Festivals erzählen, wo ja auch jetzt mit Blind Guardian, Iced Earth, Lordi und so ja schon die ersten Bands bestätigt sind. Das wird ja auch noch eine recht interessante Geschichte. Kann ich dir jetzt schon versprechen, werden wir sicherlich auch noch mal ein kleines Interview führen, weil es ist immer schön zu hören, wenn man mit den Leuten redet, dass die Fans auch mal hören können, dass da nicht irgendwelche Geschäftsleute mit den dicken Anzügen sitzen, sondern Richtig, nein, Leute, das ist die alles. genauso gerne die Musik hören und die sich freuen, wenn dann sowas läuft. Das ist ganz wichtig. Ja, wir machen es ja auch alles neben dem normalen Job, wobei ja auch wirklich ein großes Team sind, wo jeder seine eigenen Aufgaben hat. Am Kopf halt der Chef eben und dann eben runtergebrochen, jemand ist für die T-Shirts zuständig, jemand ist für den Ausschank zuständig, die Organisation vor Ort zuständig für die Künstlerbetreuung, für den Backstage-Bereich. Ich bin ein wenig so der Promo-Mensch, der sich überlegt, Facebook, Internetseiten, wo kann man Werbung machen, das ist ein wenig für meine Aufgabe und so hat halt jeder einfach seine. Käme mir gerade doch noch eine Frage in den Sinn. Und zwar, wir hatten ja nun in den letzten Monaten, in den zurückliegenden Monaten hier und da auch Meldungen, dass es ja Probleme gegeben hat, so mit Security im Sinne von Menschenmassen bändigen und so weiter. Habt ihr da Firmen, die für euch da aufpassen, oder wie regelt ihr das? Ja, klar, wir haben eine Security-Firma, die auch schon bei den ganzen anderen Festivals bei uns für uns tätig sind, wo es auch noch nie Probleme gegeben hat. Und was natürlich jetzt auch wichtig ist, auch natürlich nach der Geschichte, was da letztes Jahr in Duisburg passiert ist, man muss ja da schon ein Sicherheitskonzept vorlegen. Das erwartet natürlich auch die Stadt Weißmain oder das Ordnungsamt, das Landratsamt. Und da muss man ein Sicherheitskonzept vorlegen. Und da ist es auch nicht damit getan, dass man schnell mal auf einer Seite hinschreibt, wie man sich das vorgestellt hat, sondern das ist da schon was richtig Professionelles, was auch der Chef von der Security-Firma eben ausgearbeitet hat. Und klar, ist wichtig heutzutage, Weißmain ist ein Dorf mit 3000 Einwohnern, glaube ich, und dann kommen da eben mehr Leute in das Dorf, wie es Einwohner hat. Und dann muss das natürlich auch alles funktionieren mit Straßenabsperrungen, Parkplätzen, Security, wie viel Security, wo die Security, aber das alles geregelt. Wunderbar. Ich meine, es ist ganz gut vielleicht, wenn man das eben ansprechen kann, um die Fans auch zu beruhigen. Da ist alles geregelt. Also ihr seid da keine Anfänger und von daher kann man sich dann Haben wir das wirklich. auch schon öfters gemacht, haben wir auch schon Deutschrock-Festival mal gemacht mit Camping über 2 Tage, 3 Nächte eben, wo auch Security alles geregelt war. Ja, Frank, dann kann ich nur sagen, schönen Dank für das interessante Gespräch und ich hoffe, wir sprechen uns später mal wieder und werden So, dann. gemeinsam auf ein erfolgreiches Festival zurückblicken. Gut, meld mich. Alles Okay. klar, ciao. Ja, mach's gut, ciao.